Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hi, Finch. Hey, Angie. Mach dein Arschschuh, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Ja, hast du mich glücklich verwehrt. Hä, warum rufst du mich an? Du hast mich angerufen. Hä, wir stehen im selben Raum. Bist du eigentlich komplett bescheuert? Hä? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Hier auf Calcarino. Die Nummer 1, wenn es um Cringe geht in Sachen YouTube. Und bald auf die neue Nummer 1 bei backen.de. Wir sind Nummer 1, hey! Denn Leute, wir backen zwar heute, aber wir kochen. Wir kochen für euch. Was gibt's denn überhaupt für ein Rezept? Ich bin völlig unvorbereitet. Wenn ich das wüsste. Es interessiert mich ja nicht so. Also größtenteils ist das Ziel von dem Video, dass wir Niklas und Robert Konkurrenz machen. Sollte aber kein Problem sein, weil das machen wir schon, indem wir vor der Kamera stehen. Ja, schon. Ich hab Depression. Leichte Beute. Ja, was gibt's denn nur heute? Verrat mal. Okay, liebe Leute, heute wird es ganz wild in unser Trap House Kitchen, denn film mal den Korb rein. Diese Zutaten werden wir verwenden und noch ein paar Zutaten, die hier hinten sind. Ist das der Korb, den du letztens von der N bekommen hast? Nee, da steht draußen. Ja, was ist denn so ein Korb? Verrat mal. In diesem wunderschönen Korb ist unter anderem Olivenöl, einige Kartoffeln. Dann haben wir hier noch verschiedene Gewürze, Tomatenmark, eine Tomate und Feta-Käse und Backpapier, Zuschnitt. Schmeckt das? Astral. Also ich musste natürlich auch meinen Anteil leisten. Kannst du bitte noch ein bisschen näher mit der Kamera kommen? Vielleicht müssen wir meinen Arsch noch filmen oder so. Ich hab die guten Kidneybohnen mitgebracht, die guten von Penny. Gibt so viele andere Läden, wo ihr die erwerben könnt. Wichtig zu erwähnen, ja. Und dann noch gute Cherry-Tomaten. Warum Cherry? Weil die so klein sind und geformt sind wie Kirschen. Das war dumm. Das war richtig dumm. Liebe Leute, wir werden Bratkartoffeln machen. Naja, aber ich bin doch gegen Bratkartoffeln. Halt einfach die Klasse. Okay, also wir werden quasi zu diesen Bratkartoffeln werden wir eine Gemüsepfanne machen. Mit den Zutaten, die wir vor uns genannt haben. Wir machen heute die Keckpfanne. Mit was würdest du jetzt anfangen? Also Nick hat am meisten Ahnung von dem Rezept außerdem. Ich wusste bis gerade eben noch nicht mal, was es gibt. Also ich würde tatsächlich sagen, ich sag mal so, was ihr braucht. Das haben viele Zuschauer von uns sicherlich in ihrem Zimmer schon stehen. Für meine Freundin eingeschlafen ist, dann wichse ich. Wallah, Krise! Dann braucht man zwei Messer, na klar. Wir haben beide vier Hände. Man kann immer nur ein Messer in der Hand. Alte Bauernregel. Dein Fuß blutet. Kochlöffel, der übel zerranzt aussieht. Freue mich schon damit, mein Essen umzumachen. Nein, hält, das sieht übel fresh aus. Und natürlich ein Kartoffelschäler, der natürlich auch zweckentfremdet werden könnte, um sich Sprösser dann aufzuschlitzen. Schneidbretter. Noch ein Schnittbrett. Und wer hätte es gedacht? Noch ein Schnittbrett. Das sind übrigens die Schnittbretter, auf denen der Kevin die Videos schneidet. Liebe Leute, die Bratkartoffeln brauchen natürlich einige Zeit im Ofen. Und danach, deswegen werden wir die Bratkartoffeln zuerst anfertigen. Um die Bratkartoffeln zu machen, brauchen wir Kartoffeln. Aber irgendwie sehen die aus wie der Ausgeburt der Hölle, oder? So ja, die hast du schon so lange liegen, die kriegen schon ihre Wurzeln. Also können wir die weghauen auch. Wir haben keine Kartoffeln mehr. So, ab in die Gosse, Nick. Ab in die Gosse. Hier ist so ein Waschbecken. So, stell euch vor, Nick wäscht das jetzt. In dem Waschbecken sind private Gegenstände. Also ich bin allergisch gegen dummes Gewäsch. Es ist wichtig, erstmal nochmal in die Tomaten reinzunießen, bevor man die verarbeitet. Dann schmeckt es ja nicht. Dann, wenn die sauber sind, ja, nehmen wir uns ein Messer und zerhacken die einfach. Der zerfleischte Hackenhascher, der Hackenschlagende. So, jetzt hast du mir diesen Krebs raus. Aua. So, und dann können wir die einfach ein Stück schneiden. Wie das funktioniert, wisst ihr alle. Wir sehen uns dann am Ende wieder. Wir haben geschnitten. Schneller als so manches Video. Aber es geht weiter mit dem Schneiden. Was machen wir jetzt, wenn das geschnitten ist? Zucchini schneiden. Ja, jetzt zerlegen wir das Teil noch wie. Wir zerlegen das Teil wie. Ich und Kevin bei FIFA. Wir zerlegen das wie schlecht YouTuber im YouTuber fronten. Nächster Schritt ist, wir packen die Pfanne jetzt so drauf, hauen Olivenöl rein und dann unser Eingeweide. Dass sie in wenigen Sekunden in mir verschwindet.
Kennst du das, wo wir die Seitenplatten hatten und immer die Kugel dort vorne reinmachen musste? So viel Starter. Mensch, wer heiß, sagte er und trank eine Flasche Wodka. Ja Leute, im Grunde ist es Geduld gefragt. Doch. Ja, halt mal deine Handbreit. Jetzt ist heiß. Ja, machen wir ein bisschen so. Das ist Italia. Genau, Digga, alles klar. Übrigens so chillig, wie gleichmäßig, also wie gerade die Kopffläche drauf ist. Siehst du zum Beispiel immer an den Olivenöl, was immer wieder gleichmäßig sich verteilt, wenn man es hier draufstellt. Willst du mal kurz zeigen? Mal chillig, wie sich das Olivenöl verteilt, oder? Guck. So, das wird jetzt reinsporten. Und jetzt auch der Kleine. Oh. Schön daneben, chillig, Bruder. Jetzt lassen wir das gut anbraten. Bratan. Wir haben die Zucchini aus der Pfanne gelassen. Doch, jetzt geht rund, wenn wir Tomaten verbraten. So, Leute. Jetzt haben wir Tomatenmark zugegeben. Ah, der letzte Tropfen geht immer unter Hose, deswegen. Ah, chillig, Bruder. Kevin tropft Kidneybohnen ab. So, jetzt kommen die Kidneybohnen. Das klingt wie Kinderseelen, die am Weg zur Hölle finden. Ja, ich habe meine Seele für dieses Gericht verkauft. Abbruch, Abbruch. So, jetzt sind jetzt die Tomaten, yes, die wir vor uns geschnitten haben. Können wir schon mal würzen? Jetzt. Yes. Wie viel Pfeffer? Alles. Mal einfach nach Gefühl. Das sollte reichen. Nee, ein bisschen mehr, wirklich jetzt. Willst du mehr Pfeffer? Wirklich jetzt mehr. Lass uns Pfeffer. Darfst du den Job ansehen? Nee. Was ist das? Paprika? Yes, Paprika, wie auch unser gutes Vorbild Moneyball sagen würde. Paprika. Paprika. Nehmen das größte Loch, wie Milfander. Ja, durch den Gestank ist außerdem hier schon ein Bruder von uns gestorben. Rest in Peace. Rest in Suppe. Wir können eigentlich noch verarbeiten, hier reinhauen. Chilische Proteinquelle. Das ist okay, das ist Zucker. Das ist Zucker. Ja, die Fresse ist kein Zucker. Das ist kein Zucker. Zucker. Ist das nicht Zucker? Bro, das ist Zucker. Alter, wer hat denn da Zucker in die Salztube? Das ist Zucker. Ach komm, haben wir überhaupt hier Salz im Haus? Probier doch mal. Es ist kein Salz im Haus. Es ist Zucker. It's a prank, Bro. Salz, Leute. So, zwei Prisen sollten reichen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, noch Nudeln dazu zu machen. Wir haben keine Nudeln, Bro. Also Leute, sieht das mir einfach unfassbar schmackhaft aus. Mal ganz ehrlich, Rezept dazu findet ihr natürlich nicht in der Videobeschreibung, müsst ihr euch selber suchen. Nick befreit sich schon mal von allen Elend, das so reinschabbeln kann. Ich hoffe, man hat das Spülgeräusch gehört. Sieht einfach so ein bisschen aus wie Ratatouille, oder? Hey, WTF, hast du schon mal eine Ratte gegessen? Ja. Jo, also Kevin, wir wollten gerade schon die Nudeln reinhauen, nee, bevor das Wasser gekocht hat. Nee, ich warte noch drauf. Nee, die sind mir ausgerollt, wirklich, die sind ja rausgeflogen. Jetzt kannst du so 5 Minuten hier stehen und ab. Moin! Leute. Soße ready, Nudeln ready. Und alles ready. Wir sind komplett ready. Basta für die Italiener. Basta, basta. Bastard. So, na dann, bis zum Teller. Zeigt ihr, wie man Nudeln kocht? Nein. Wir haben was Krasseres gekocht. Wir haben uns eine Intimrasur gemacht. Also, Jena schon lecker, oder? Jetzt vom Optischen würdest du schon eine 10 von 10 geben, oder? Na ja. Ja, das war jetzt nicht so überzeugt. Also, wie das Randbatsch sieht halt jetzt nicht so geil aus. Oh. Ja, dann schau.